Hallo zusammen, einen schönen guten Morgen. Ist da schon jemand? Hallo, 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 hallo. Oh, da oben sehe ich schon, da schaut jemand zu. Das ist schon mal prima. Drei. Hallo Frank, schöne Grüße aus Neuss. Ingo, hallo Ingo, guten Morgen. Ja, da scheint zu funktionieren. Hallo Gerrit. Andreas, guten Morgen. Patrick, hi Patrick, sehr coole Videos. Marcel, guten Morgen Marcel. Stani, Mario, viele Grüße aus Neuss, schön dich zu sehen. Carsten, hallo Carsten, einen schönen guten Morgen. Sonja, guten Morgen Sonja. Boah, wo kommt ihr denn alle her? Das ist ja irre. Johannes, guten Morgen. Liv, Wahnsinn. Guten Morgen, Sifu Oliver. Panna, top. Michael, viele Grüße nach Kassel. Fari, guten Morgen. Jörg, das hört ja gar nicht mehr auf. Heinz, guten Morgen. Michael, okay. Irre. Hallo Sandro, Sonja, guten Morgen. Lars, Grüße nach Schweden. Wahnsinn. Sven, Volker, guten Morgen. Kim, hallo. Das ist ja irre, das hört ja gar nicht mehr auf. Wahnsinn. Martin, einen schönen guten Morgen. Grüße nach Salzburg. Hi. Thomas, guten Morgen. Branislav, guten Morgen. Thomas, super Video. Hi. Nicole, guten Morgen. Andreas, schönen guten Morgen. Hallo Jens. Robert, guten Morgen. Liebe Grüße an Yvonne. Hallo Sonja. Hallo Sonja. Roman, guten Morgen. Wahnsinn. Maike, viele Grüße nach Schwalmtal. Guten Morgen, Anja. Hallo Anke. Okay, bevor ich den Rest der Zeit damit verbringe, euch jetzt allen guten Morgen zu sagen, denke ich, dass wir mal starten. Wir werden anfangen mit der Xi und dem Tao. Dann habe ich euch drei Vorwärtsschritte vorbereitet. Und als dritten Teil würde ich gerne ein paar Gleichzeitigkeiten mit euch üben und den Nuxhall-Zyklus aus dem vierten Schülergradprogramm. Und wenn dann die Zeit noch reicht, können wir noch in ein paar Drills von dem Blitzfeldprogramm gehen. Okay. Los geht's.
Okay, prima. Das hat ja schon mal gut geklappt. Jetzt würde ich gerne mit euch ein paar Vorwärtsschritte machen. Und dazu machen wir erstmal eine Vorübung. Wir stehen im IRAS. Die Füße haben einen Winkel von 60 Grad zueinander. Und wir beschreiben mit dem rechten Fuß, das ist der da, einen Kreis im Uhrzeigersinn. Gucken, dass das Gewicht schön auf dem linken Fuß gleichmäßig verteilt ist und stellen uns wieder in den IRAS. Kreisen. Fuß wieder hinstellen, gucken, dass das Gewicht auf beiden Beinen verteilt ist. Gewichtsverlagerung auf den linken Fuß, kreisen und wieder stehen. Schaut mal dabei, dass ihr euch nicht so zur Seite lehnt, sondern dass ihr versucht, den Oberkörper aufrecht zu lassen. Okay, das gleiche mit dem linken Bein. Gewicht auf das rechte Bein verlagern. Schaut, dass ihr eure komplette Fußsohle fühlt. Denkt an die 10 Punkte, an die 9 vollen und den einen leeren. Gewicht verlagern und das Gewicht wieder auf beide Beine. Links, rechts. Okay, prima. Der erste Vorwärtsschritt. Wir nutzen diesen Kreis, gehen einen Schritt nach vorne auf der Mittellinie und ziehen den hinteren Fuß nach. Jetzt sollten die Füße wie beim gewendeten Stand in etwa einen Winkel von, oh, ich hoffe 45 Grad haben. Aus der Position gehen wir wieder zurück in den IRAS. Kreisen mit rechts. Wir können ruhig einen ganzen Kreis beschreiben oder auch zwei. Schritt nach vorne. Schaut, dass die Hüfte wieder frontal ausgerichtet ist. Ich hoffe, das kann man sehen. Und wieder zurück in den IRAS. Schritt nach vorne mit rechts. Und in den IRAS. Ich gehe über die Mittellinie, auf die Mittellinie und ziehe den hinteren Fuß nach. Okay, probieren wir das gleiche mal auf der linken Seite. Kreis mit links, Schritt nach vorne, hinteren Fuß nachziehen. Mal gucken, ob die annähernd parallel stehen da unten. Und wieder zurück. Ich hoffe, ihr macht alle mit und schaut nicht nur zu. Ich weiß gar nicht, ob ich mich vorgestellt hatte. Achso, ich bin Stefan. Wir sind hier in der EWTO-Akademie Neuss. Und es ist strahlender Sonnenschein. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Okay, erster Vorwärtsschritt. Zweite Möglichkeit. Ihr seid eben in den IRAS gegangen und habt den Stand eingenommen, indem ihr die Fußspitzen weit nach außen gedreht habt und dann die Ferse nach außen gedreht habt. Jetzt machen wir das genau umgedreht. Wir drehen die linke Hacke nach innen und gehen mit dem rechten Fuß einen Schritt auf der Mittellinie nach vorne. Linke Hacke reindrehen, Schritt nach vorne mit rechts. Nochmal langsam. Linken Fuß reindrehen, linke Ferse reindrehen, Schritt nach vorne mit rechts. Und wieder in den IRAS. Linken Fuß reindrehen, nach vorne abdrücken und in den IRAS. Schaut auch dabei, dass ihr wieder frontal ausgerichtet in dem Fall seid. Nicht, dass da eine Hüfte vorne ist, sondern dass ihr erstmal gerade steht. Ferse reindrehen, Schritt nach vorne und wieder zurück. Ich kann leider überhaupt nicht lesen, was ihr da schreibt. Das ist ein bisschen schade.
Okay, das gleiche auf der rechten Seite. Füße stehen im 60-Grad-Winkel in Liras. Ferse nach innen drehen, abdrücken. Schritt nach vorne auf der Mittellinie. Nach innen drehen, abdrücken, nach vorne. Okay, nochmal abwechselnd. Rechts nach vorne. Links nach vorne. Rechts nach vorne. Und links nach vorne. Okay, das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, wenn ich eine größere Distanz überbrücken möchte, dann reicht vielleicht der Schritt nicht aus. Und ich will jetzt erstmal keinen Zickzack-Schritt machen, sondern einfach auch wieder einen geraden Vorwärtsschritt. Machen wir zwei Schritte hintereinander. Ich setze das rechte Bein nach vorne, der Fuß steht schon im 45-Grad-Winkel und ich gehe mit dem linken Bein weiter nach vorne und stehe dann auch wieder in dem gewendeten Stand bzw. in dem Vorwärtsschritt. Schritt nach vorne mit rechts, linken Fuß nach vorne und zurück. Schritt nach vorne mit rechts, links und zurück. Das gleiche, wir machen das direkt abwechselnd auf der anderen Seite, links, rechts und wieder zurück. Schaut dabei, wenn ihr den ersten Schritt macht, dass der Fuß, der zu dem hinteren Fuß wird, dass der schon im richtigen Winkel steht. So. Schritt nach vorne mit rechts, linken Fuß nach vorne, rechten Fuß ein bisschen nachziehen und wieder zurück in den Iras. Das gleiche auf der anderen Seite, links, rechts und zurück. Ich mache das mal gerade ein bisschen langsamer, vielleicht ist es zu schnell. Eins, zwei, in den Iras. Eins, zwei und wieder zurück. Prima. Ich wiederhole nochmal alle drei Möglichkeiten von vorne. Wir starten wieder aus dem Iras. Erste Möglichkeit war die mit dem Kreis, Schritt nach vorne, hinteren Fuß nachziehen. Gleiche auf der anderen Seite. Wiederhole ich jetzt einfach dreimal. Dreimal auf beiden Seiten. Okay. Zweite Möglichkeit, die Ferse zur Mitte drehen. Schritt nach vorne mit dem anderen Bein. Ferse zur Mitte drehen, nach vorne. Schritt mit dem anderen Bein. Dritte Möglichkeit, einen weiten Schritt nach vorne. Okay, prima. Ich hoffe, das hat geklappt. Der nächste Teil, bei dem nächsten Teil würde ich gerne in ein paar Gleichzeitigkeiten gehen, in Tarnsau, Gahnsau und Parksau-V-Stoß. Wir machen das erstmal frontal, ohne Wendung und wir schauen mal, wie das klappt. Wir starten wieder im Iras. Nehmen die linke Hand nach vorne, gehen in die Mansa-Rusa-Position. Wenn ihr nicht so genau wisst, in welchem Abstand die Mansa-Rusa-Position in Relation zu eurem Oberkörper stehen sollte, könnt ihr euch mal seitlich hinstellen. Ihr legt eine Hand an die Brust, die andere Hand davor, die andere Hand nochmal davor. Dann habt ihr in etwa den Abstand für die Mansa-Rusa-Position. Ja? Ich mache es nochmal. Eins, zwei und drei. Mansa-Rusa. Ich muss erstmal was trinken. Okay, weiter geht's. Linke Hand ist vorne. Wir starten mit Tarnsau-V-Stoß. Der Tarnsau bewegt sich in der Frontalebene. Ich mache erstmal die Tarnsau-Bewegung alleine. Wir gehen zur Seite und nach oben. Danach kommt der V-Stoß mit der anderen Hand dazu. Das ist meine linke Hand. Linke Hand ist vorne. Zur Seite, nach oben, V-Stoß mit rechts. Zur Seite, nach oben, V-Stoß mit rechts.
Jetzt versuchen wir das mal beides zusammen zu machen. Wir starten nur mit der linken Hand. Linke Hand ist in der Mansau-Position, rechte Hand ist in der Busa-Position. Tanzau, V-Stoß. Linke Hand ist vorne. Tanzau, V-Stoß. Könnt man versuchen, beide Bewegungen zusammen so zu koordinieren, dass sie auf eine Zeit enden. Mansau, Busau, Tanzau, V-Stoß. Mansau, Busau, Tanzau, V-Stoß. Das gleiche auf der anderen Seite, rechter Arm nach vorne, den rechten Arm nach vorne, rechte Hand nach vorne, Mansa Busa Position, zur Seite, nach oben, V-Stoß mit links, Mansa Busa. Guckt bei dem frontalen Tanzau, dass der Ellenbogen vielleicht einen kleinen Tacken weiter innen ist als euer Handgelenk, nicht dass ihr in der frontalen Position, wie im ersten Satz von der Sirenum Tau steht. Mansa Busa, rechte Hand ist vorne, Tanzau V-Stoß. Gut, jetzt probieren wir das direkt wechselseitig, abwechselnd. Wir starten mit der linken Hand vorne. Tanzau V-Stoß, Tanzau V-Stoß. Mansau Busa. Tanzau V-Stoß, Tanzau V-Stoß. Beim Tanzau schaut mal, wenn wir das von der Seite uns betrachten, ich nehme mal die andere Hand nach vorne, dass wenn ihr Tanzau V-Stoß macht, dass ihr den Arm nicht in der frontalen Position zurückzieht und dann den V-Stoß gibt. Das ist nicht so ein Vor und Zurück in der frontalen Position. Ellenbogen geht nach innen, V-Stoß mit der anderen Hand. Auf der anderen Seite, Ellenbogen geht nach innen, V-Stoß mit der anderen Hand. Wenn der Ellenbogen nach innen geht, geht das Handgelenk ein bisschen weiter nach außen. Wir starten nochmal mit links vorne, Tanzer V-Stoß, Tanzer V-Stoß, Tanzer Busa. Okay, als nächstes ganzer V-Stoß, auch in der frontalen Position. Ganzer V-Stoß, linke Hand ist wieder vorne. Ganzer geht nach unten, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Senkrecht nach unten in der Frontalebene. V-Stoß mit rechts, linke Hand ist vorne. Gleich auf der anderen Seite, rechte Hand nach vorne, den rechten Arm nach vorne nehmen, Ganzau und V-Stoß. Rechte Hand ist vorne, Ganzau, V-Stoß. Rechte Hand nach vorne. Und wieder abwechselnd. Wir starten mit links vorne, ganzer V-Stoß, ganzer V-Stoß. Links vorne, ganzer V-Stoß, ganzer V-Stoß.
als dritte Gleichzeitigkeit nehmen wir den Parksau-V-Stoß. Beim Parksau-V-Stoß habt ihr mehrere Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten. Ihr könnt mit der Buscherhand den V-Stoß geben, mit der Marksau-Hand den Parksau machen und den V-Stoß über den Parksau geben. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr den V-Stoß unter dem Parksau entlang macht. Wir starten erstmal mit der Variante, dass ihr Parksau-V-Stoß macht, dass der V-Stoß über die Parksau-Hand drüber geht. Linke Hand ist wieder vorne. Parksau-V-Stoß. 1, 2, 3, 4, 5. Linke Hand ist vorne. Okay, rechten Arm nach vorne. Parksau-V-Stoß. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal wechseln. Abwechselnd. Parksau-V-Stoß. Parksau-V-Stoß. Mahnwu. Park. Mahnsau-Busau. Parksau-V-Stoß. Parksau-V-Stoß. Mahnsau-Busau. Okay, jetzt versuchen wir alle drei Gleichzeitigkeiten mal zu kombinieren, hintereinander. Wir starten mit Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß. Wer das schon gut hinkriegt, der kann das gerne mit Handflächenstößen versuchen oder mit einer Wendung. Wir starten mit Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß. Wenn das schon gut klappt, Tanzau-V-Stoß-Wendung, vergesst nicht den hinteren Fuß mitzudrehen, Ganzau-V-Stoß-Wendung, Parksau-V-Stoß-Wendung. Wir wenden uns immer in den V-Stoß rein, das heißt auf der Seite, wo ich den V-Stoß gebe, da sollte die Hüfte nach vorne gehen. Okay, nochmal von vorne. Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß und Parksau-V-Stoß. Wenn ihr das über dem Stand machen wollt, Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß. Wenn das gut klappt, könnt ihr mit der rechten Hand vorne starten. Genau das gleiche. Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß. Rechte Hand ist wieder vorne. Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß. Und für die, die das schon super toll hinkriegen, wechseln wir direkt die Seiten. Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß, Tan, Gan, Park, Tan, Gan, Park, Tan, Gan, Park. So schnell kann ich nicht reden. Okay. Immer noch langsamer mit dem Wechsel. Tanzau-V-Stoß, Gan, Park, Tan, Gan, Park. Das gleiche gerne mit Wendung. Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß, Parksau-V-Stoß, Tanzau-V-Stoß, Ganzau-V-Stoß und Parksau-V-Stoß. Nochmal den Stand. Tan, Gan, Park. Gan und Parksau. Tanzau, Gansau, Parksau. Okay, Arme kurz ausschütteln. Jetzt werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen verwirren, weil ich gerne versuchen würde, den Luxau-Zyklus aus dem 4. Schülerkraftprogramm mit euch als Soloübung zu machen. Der besteht auch aus den drei Gleichzeitigkeiten Tanzau, Gansau und Parksau, bloß in einer etwas anderen Reihenfolge. Und das sieht so aus. Wir starten mit der linken Hand vorne. Tanzau-V-Stoß. Das hatten wir eben schon. Ganzau-V-Stoß. Und jetzt tauschen wir die Arme aus und geben nochmal einen V-Stoß mit dem linken Arm. Das ist mein linker Arm. Tauschen die Arme aus und machen Parksau-V-Stoß. Von vorne. Mahnsau-Busau. Tanzau-V-Stoß. Ganzau-V-Stoß.
Praxa-Vorstoß. Manza Busa. Tan, Gan und Park. Ich weiß gar nicht, ob ich näher kommen muss, ob man es dann besser sieht. Vielleicht. Gut, das gleiche mit Wendung. Wir würden eigentlich bei der Schwingabwehr sicherlich noch einen Schritt machen oder in einer natürlichen Stellung stehen. Wir machen das trotzdem, dann kann man das besser sehen und ich laufe nicht immer vor und zurück. Die drei Gleichzeitigkeiten des Luxor-Zyklus mit Wendung. Tanzer-V-Stoß-Wendung, Ganzer-V-Stoß-Wendung. Hier tausche ich die Arme aus, Parkser-V-Stoß-Tief. Wenn ich hier den V-Stoß gebe, das ist wieder meine linke Hand, geht die linke Hüfte nach vorne. Auf der linken Seite projiziere ich und auf der rechten Seite absorbiere ich mit dem Parkser. Nochmal von vorne. Tanzer-V-Stoß. Projizieren, absorbieren. Projizieren, absorbieren. Projizieren und absorbieren. Nochmal von vorne. Tanzer-V-Stoß. Ganzer-V-Stoß. Parkser-V-Stoß. Tan, Gan, Park. Tan, Gan. Ganzer V-Stoß, ganzer V-Stoß, Parkser V-Stoß tief. Von vorne, Manzer Husser, einmal langsam. Tanzer V-Stoß, hinteren Fuß mitdrehen. Ganzer V-Stoß, Parkser V-Stoß tief. Tan, Garn, Park. Tan, Garn, Park. Tan, Garn. Nochmal frontal im Stand, im Iros. 1, 2, 3. Ihr könnt natürlich die Seite wechseln. Tanzer V-Stoß, Ganzer V-Stoß, Parkser V-Stoß tief. Linke Hand ist vorne. Tan, Gan, Park. Tan, Gan. Und V-Stoß mit derselben Hand, mit der rechten Hand. Nochmal von vorne. 1, 2, 3. 1, 2, und 3. Okay, prima. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, wir sind fast durch. Ich würde gerne noch einen Drill machen aus dem Blitzfight-Programm. Und zwar starten wir damit in der Position, dass ihr den linken Fuß vorne habt, der rechte Fuß ist hinten, vordere Fuß 5 Grad nach innen gedreht, hintere 40 Grad nach außen. Gewicht ist auf beiden Beinen verteilt, die Arme sind in Kopfhöhe. Wenn ihr nicht genau wisst, oder euch nicht sicher seid, wo ist der Kopf, ihr könnt die Ohrläppchen bei dem Drill einfach mal anfassen und die andere Hand beim Schlagen nicht nach unten fallen zu lassen. Wir fangen mal an mit den ersten 4 Schlägen. Die Schläge sind durchnummeriert. Wir fangen an mit den ersten 4 Schlägen. Schlag Nummer 1 ist eine gerade, gerader V-Stoß mit links. Nummer 2 ist ein gerader V-Stoß mit rechts. Nummer 3 ist ein Haken. Nummer 4 ist ein Overhead-Schlag. Damit ihr die Arme nicht, wie gesagt, fallen lasst, könnt ihr die Hand entweder eng an den Kopf dran nehmen, 1, 2, 3 und 4, oder ihr fasst euer Ohrläppchen an, 1, 2, 3 und 4. Das ist erstmal für die Anfänger. Die das schon gemacht haben, ihr könnt die Parkser-Hand oder die Hand, die den Schlag gerade nicht gibt, auf die andere Hand, auf die andere Seite nehmen, 1, 2, 3 und 4. Okay, nochmal von vorne, ich komme ein bisschen näher. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Ich weiß gar nicht, ob ich da nah genug dran bin. 1, 2, 3 und 4. Und nochmal. 1, 2, 3 und 4. Okay. Die Schläge kann ich natürlich beliebig kombinieren. Wir fangen mal mit der ersten Kombination an. Erste Kombination ist Schlag 1, 1 und 2. 1, 1 und 2.
Nochmal. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Arme sind oben. Schlag eins, Schlag eins, Schlag zwei. Die zweite Kombination ist ein Haken. Schlag drei, Schlag zwei. Drei, zwei. Drei, zwei. Drei, zwei. Drei, zwei. Und von vorne beide zusammen. Eins, eins, zwei, drei, zwei. Und noch. Eins, eins, zwei, drei, zwei. Arme sind oben. Eins, eins, zwei, drei, zwei. Eins, eins, zwei, drei, zwei. Der nächste Part wäre 5, 3, 2. 5 ist ein Uppercut, ein tiefer Haken. 5, 3 und 2. 5, 3, 2. 5, 3, 2. 5, 3, 2. Von vorne, Arme sind oben. 1, 1, 2, 3, 2. 5, 3, 2. Okay, nochmal, Arme sind oben. 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3 und 2. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand super, dass ihr alle da wart, vor allen Dingen um die Uhrzeit. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Erholt euch gut und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.